und ihr seht es, er war schon Zweiter der Welt. Hey Leute, die neue Serie World to Champion geht extremst gut voran und wir befinden uns bereits jetzt im entscheidenden Kampf um den Champion-Rang. Sprich, wenn ich jetzt das Spiel gewinne, bin ich schon Champion, los geht's. Wir sehen direkt, wir spielen das Golem-Deck weiterhin mit Tornado Mini-Packer und er spielt das Golem-Deck mit Holzfäller und Nachthexe, allerdings scheinbar ohne Pumpe. Wir haben schon mal eine Pumpe auf der Hand und können damit auch schon mit der Pumpe beginnen. Los geht's. Er entscheidet sich hier nicht direkt den Poison zu spielen, sondern spielt erst einen Holzfäller in der Hoffnung, dass wir noch was in den Poison reinspielen. Machen wir aber nicht. Wir bringen hier einfach den Mini-Packer drauf, der Ganze kann das klären. Und er bringt sogar noch ein Mega-Minion, kostet also nochmal Elixier für ihn. Geht auf jeden Fall klar für uns. Wir können das Ganze jetzt hier zappen. Und das Mega-Minion sollte normalerweise keinen Hit schaffen. Genau, kein Hit für Mega-Minion. Jetzt haben wir das Problem, wir haben keinen Golem im Cycle. Wir haben keinen Golem im Cycle. Ich habe überlegt, ich habe jetzt erst das Mega-Minion gebracht. Ich hätte auch eine Nachthexe nach hinten bringen können, dann Push starten können. Soweit alles in Ordnung. Er bringt eine Nachthexe. Und ich entscheide mich jetzt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die Nachthexe ist draußen, ich kann Golem bringen. So, jetzt wird es ganz entscheidend. Nämlich, wenn jetzt das Mega-Minion die Nachthexe ausschalten kann, dann ist das wirklich absolut optimal für uns. Dann wären wir so gut wie durch, weil eben seine wichtigste Schadensquelle fehlt. Und genauso passiert es. Die Nachthexe von ihm ist tot und jetzt können wir unsere Nachthexe voll ausnutzen. Wir haben jetzt einen großen Vorteil eben dadurch, wir haben nicht nur ein bisschen mehr Elixier, wir haben gleichzeitig eben auch noch unsere Nachthexe, die er nicht mehr hat. Jetzt wird aber sehr bitter, ich bringe hier den Mini-Packer und genau in dem Moment bringt er den Holzfäller. Ich hätte noch einen Tick abwarten sollen, ich hätte eigentlich wissen können, dass er den Holzfäller hat. Ihr seht, der Holzfäller hat mit dem Mini-Packer jetzt down geschrotet. Kann jetzt auch noch an den Turm kommen, ich muss jetzt hier noch verzweifelt einen Tornado dagegen setzen. Er setzt auch einen Tornado, aber wir kassieren jetzt auch extrem viel Schaden durch diesen Holzfäller. Ganz bitter an der Stelle für uns. King Taos ist auch aktiviert von ihm, hat er sehr gut gemacht. Ich bringe es hier auch noch ein Mega-Minion rein, aber ihr seht schon, das war echt richtig bitter an der Stelle. Jetzt haben wir mehr Schaden kassiert wegen diesem Holzfäller und haben gleichzeitig eben auch noch den King Tower aktiviert und er hat ihn eben aktiviert. Jetzt haben wir wenigstens auch einen kleinen Elixiervorsprung, dadurch, dass er eben sein Mega-Minion setzen musste. Ich will jetzt hier keine Pumpe setzen, weil ich gedacht habe, dass es sowieso nichts groß bringt. Ich wusste zum Zeitpunkt eigentlich noch nicht, ich habe zumindest nicht geahnt, dass er eben selber keine Pumpe spielt, sonst hätte ich sie vielleicht gespielt, um den Poison rauszubeten. Er bringt wieder seinen Golem, geht klar, wir können jetzt hier die Nachthexe hinten dran bringen und können erstmal abwarten. Größtes Problem ist eben auch, ihr seht, unsere Nachthexe ist nur Level 4, ist auch immer sehr schwierig. Jetzt wird es extrem spannend, ich muss jetzt mehr Schaden rausholen, ich muss jetzt extrem aufholen vom Schaden her. Ich bringe meine Mini-Packer dazu, ich weiß, er wird gleich ein Poison spielen, ich muss extrem aufpassen. Ich bringe Baby Dragon ein bisschen nach links deswegen schon, ich warte auf seinen Poison. Der Poison kommt auch, er hat extra abgewartet, um möglichst viel Value rauszuholen, geht klar für ihn. Und das sieht extrem schwierig jetzt für uns aus. Ich bringe hier einen Tornado, ihr seht aber, der war ein bisschen arg früh, der Tornado. Jetzt bringt er seinen Golem rein. Jetzt wird es ganz schwierig. Ich muss jetzt steffen. Wenn ich diesen Push nicht steffen kann, dann haben wir das Ganze verloren. Tornado ist nicht im Cycle. Ich bringe noch einen Baby Dragon. Aber der Golem ist im Rage. Er zieht mit dem Tornado die verteidigenden Einheiten weg. Golem ist am Turm. Ich bringe noch einen Tornado und trotzdem schafft es irgendwie der Golem noch für diesen Einhit an den Turm. Das wird das auch sowieso für einen Zap oder für einen Poison reichen. Holz fällt auch nochmal am Turm. Und damit ist leider, leider das entscheidende Spiel. Um Champion verloren. Das Ganze muss ich noch um einiges verschieben. Aber wir haben ja zum Glück noch Zeit, die Season dauert ja noch ein bisschen und ich will ja 6000 Trophäen schaffen, das sollte hoffentlich mit diesen Leistungen klar gehen. Ansonsten hatten wir noch zwei weitere krasse Gegner. Das erste werden wir uns nicht anschauen, das ist gegen Nova Anaban oder Anaban. Wer ihn nicht kennt, das ist so ziemlich der beste Minenwerfer-Spieler der Welt. Der ist mit Minenwerfer Top 200 global gekommen, war auch schon bei Clash of Ashes zu Gast, auch in der Saison schon Top 50 oder so global und das mit Level 10 Rakete. Hat mich ganz knapp beschlagen, ganz knapp wirklich. Er hat einen großen Fehler gemacht, hat auch den King Tower verpeilt anzumachen bei dem einen Tornado, hab aber dann leider verloren. Und ansonsten, ich bringe noch rein einen weiteren Fight gegen den ehemaligen Platz 2 der Welt. Wir springen rein in den Kampf gegen Zhao Huang. Wie gesagt, er war schon mal Ultimate Champion und am Ende der Saison Platz 2 der Welt. Also wirklich ein richtig krasser Gegner. Er spielt Golem mit Prinz. Wir spielen auch Golem an. Wir haben auch hier die Pumpe schon mal auf der Starterhand. Soweit geht es auf jeden Fall völlig klar. Er kann nichts anderes machen. Er muss jetzt hier seinen Golem spielen. Geht auf jeden Fall klar für uns. Heißt, wir können auch unseren Golem gleich spielen und werden uns dann eben eine gute Defense aufbauen. Und wir haben schon mal den Vorteil eben, dass unsere Pumpe schon mal steht. Los geht's, Golem steht. Alles super bisher. Er bringt seinen Prinzen rein. Prinz extrem schwierig. Ihr seht es, wir haben nämlich nichts Kleines. Wir haben keine Goblins, keine Guards, sondern wirklich gar nichts auf dem Boden, was wirklich den Prinzen-Charge aufhalten könnte. Sprich, der Prinz muss durchgelassen werden. Und jetzt eben ganz wichtig, jetzt muss der Mini-Packer hier den Prinzen ausschalten. Also, Mini-Packer an den Prinzen ran. Wenn das klappen würde, dann haben wir wirklich einen wichtigen Schritt getan. Und tatsächlich, der Prinz stirbt. Sein Mega-Mini stirbt auch. Und unsere ganzen Einheiten überleben jetzt.
Jetzt wird es hier ein bisschen schwierig. Ich will jetzt voll reingehen und in dem Moment kommt ein Tornado von ihm. Trifft jetzt auch noch den Baby Dragon. Extrem schwierige Situation. Ich entscheide mich sogar noch zu zappen. Trotzdem stirbt leider auch noch das Mega Minion. Er zappt hier nicht, lässt den Schaden zu. Einfach um eben den Elixierrückstand wieder auszugleichen, den er jetzt hat. Und ich weiß jetzt, ich muss jetzt einfach nur aufpumpen. Genau das macht er auch. Und bisher sieht es damit ganz gut aus. Ich habe jetzt einen Elixiervorsprung, habe etwas mehr Schaden gemacht und damit habe ich auf jeden Fall schon mal zwei Vorteile, die mir extrem helfen. Großes Problem ist aber eben, er hat den Prinzen. Und der Prinz ist tendenziell eben doch besser als zum Beispiel der Minipacker. Und im 1 gegen 1 können wir den Prinzen eben den Charge nie aufhalten, weil ich eben einfach nichts drin habe dagegen. Ich habe nichts Kleines drin, was ihn aufhalten kann. Einen Minipacker reinzuhauen wäre natürlich total blöde, weil er direkt tot wäre. Deswegen müssen wir den Prinzen-Charge immer wieder durchlassen. Dafür kann ich eben mit meiner Nachthexe arbeiten. Und genau das machen wir jetzt bisher auch. Der Prinz kommt wieder, aber diesmal können wir ihn eben überhaupt nicht aufhalten. Diesmal ist er in seiner Hälfte. Ich hau jetzt direkt einen Minipacker raus. Ich weiß, dass er nicht allzu viel machen kann. Baby Track macht natürlich weniger Schaden von ihm als unser Minipacker. Wir haben jetzt Nachthexe und Minipacker am Golem. Das macht natürlich deutlich schneller Schaden. Und ihr seht, der Golem ist jetzt schon down und seine Truppen arbeiten immer noch daran. Jetzt können wir hier einen sehr schönen Tornado spielen. Alles wird in die Mitte gezogen. Ich zap das Ganze nochmal und alles von ihm stirbt. Und jetzt haben wir wirklich einen guten Vorteil. Wir haben jetzt einen großen Schadensvorsprung und müssen im Grunde genommen jetzt eigentlich noch immer wieder einen Golem bringen. Immer wieder ein bisschen Schaden machen und gleichzeitig eben schauen, dass wir mit Minipacker, Nachthexe und Tornado alles schön verteidigen. Genau das machen wir auch. Wir verteidigen jetzt sehr, sehr aggressiv. Bringen wieder direkt Minipacker und alles weitere. Ich bringe jetzt hier den Baby Dragon rein. Jetzt müssen wir aufpassen. Ihr seht, da stackt sich einiges. Da sehen wir wieder das Problem, das wir haben. Er hat nämlich sehr solide Einheiten im Gegensatz zu uns. Er kann jetzt hier den Prinzen zum Chargen durchspringen. Bringt jetzt hier noch einen Golem davor. Und jetzt wird es richtig kritisch. 20 Sekunden noch zu gehen. Er bringt jetzt einen offensiven Tornado auch sehr stark. Der Prinz überlebt noch. Alles hinten dran stirbt. Wir haben noch 14 Sekunden. Wir müssen jetzt verteidigen. Nachthexe geht nochmal rein. Prinz stirbt weg. Und er bringt den nächsten Prinzen. 8 Sekunden noch zu gehen. 8 Sekunden. Tornado ist noch nicht im Cycle. Prinz charged. Tornado kommt. Und wir zappen das Ganze nochmal. Und das Ganze ist ganz knapp Good Game. Ein Prinzen-Charge, ein Charge von diesem Level 8 Prinzen hätte fast 1000 Schaden gemacht. Also das wäre fast der ganze Turm gewesen. Das wäre echt viel knapper, als es vielleicht am Ende aussah. Also man hat es ja gesehen. Der Prinz war auch im Charge gewesen. Gerade noch so zurückgezogen. Gerade auch hier das Profil vom Spieler. Soul Huang. Fast bei 5900 schon diese Saison und ihr seht, dass er war schon Zweiter der Welt am Ende der Saison. Jetzt sieht es nicht ganz so gut. Und wir sind jetzt aktuell wieder, ja gut, haben ein Spiel halt verloren, sind 700er global. Okay, also die Liste lädt gerade leider nicht, deswegen habe ich, wie ihr seht, ist es auch logisch, dass ich momentan nicht kämpfen kann. Ich meine, bei dem WLAN ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man eben diese WLAN-Probleme in einem Spiel bekommt. Und ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.